Die Römerkampagne beginnt mit einer recht entspannten Mission. Wir haben zwar drei feindliche Spieler, aber nur einer von ihnen muss tatsächlich zerstört werden, wodurch sich die Sache nicht unnötig zieht. Im Südosten der Karte befindet sich der blaue Spieler, welcher mit uns verbündet ist und theoretisch von uns beschützt werden soll, in der Praxis aber weder aktiv noch passiv am Spiel teilnimmt. Daran angrenzend befindet sich der grüne Spieler, welcher als einziger von uns besiegt werden muss, uns gegenüber aber wenig Aggression zeigen sollte, da ihn vor Ablauf seiner Delays besiegt haben dürftet. Der Westen der Karte wird von Gelb und Lila kontrolliert, mit denen ihr aber wenig aktiv interagieren werdet. Sie bekommen aber geskriptete Angriffsbefehle unabhängig von ihren eingetragenen Delays. Auf Leicht greifen sie euch nach 2 und 3 Stunden einmal an. Auf Normal kommen sie bereits nach 50 und 65 Minuten und danach jeweils alle 15 bis 20 Minuten. Selbst dann waren ihre Angriffstruppen aber eher klein. Eure Bodenschätze werdet ihr aus den Bergen im Norden und Osten beziehen. Beide sind üppig gefüllt mit Kohle, Eisen, Gold und Stein. Eure Minen werden hier ihre volle Leistung erbringen, ihr könnt also recht safe mit 2 verarbeitenden Gebäuden pro Mine planen. Ihr werdet zwar etwas roden müssen, aber generell habt ihr recht viel Platz und eine rohstoffreiche Startposition, in die auch niemand reinsiedeln kann. Ihr könnt also verteidigen, wo auch immer ihr möchtet. Sobald ihr grün angreift, müsst ihr aber sowohl auf dessen Gegenangriff als auch auf seinen Einsatz von Priestern vorbereitet sein. Das ist aber keine große Sache und sobald grün besiegt ist, habt ihr die Karte auch schon gewonnen.